Oh Gott. Weißt du zufällig, ob man bei Magix, beim Magix Movie Maker, ob man da auch einen Schnellvorlauf machen kann? Mal schauen, ja. Okay. Dann sagen wir jetzt einmal gar nichts und es wird noch die Musik ein bisschen ausklingen und dann ist Schnellvorlauf, bis wieder was Spannendes passiert. Also bis gleich und wir bauen dabei weiter natürlich. Sind wir wieder ohne irgendeinen Schnelldurchlauf
Und zwar, ja, wir haben jetzt ein bisschen Weizen hier in der, nein, dieser Schnellvorspulfolge vermutlich. Gut aufgepasst habt, wird das bemerkt haben. Und für alle, die einfach vorgespult haben, ihr seid Drecksäcke, natürlich nicht. Und zwar machen wir jetzt ein bisschen Brot. Und zwar haben wir jetzt genau 6 Brot. Brauchst du was zu essen? Ich hab was da. Eine Sekunde. Okay. Und zwar Mist. Und zwar sind wir jetzt gleich vollständig fertig. Also nicht vollständig, aber sind wir mal mit dem Abbau fertig. Und zwar müssen wir jetzt noch genau diese 2 Blöcke hohe, diese 2 blockhohen Felder abbauen und dann tun wir einmal über alles, was machen wir hier quasi so eine leichte Erhebung und da drauf dann unsere Pyramide. Die ist nie, wird nicht riesig, aber sie wird doch schon ganz groß. Und ich mach du mal. Das ist so ein Blödsinn, was du machst, aber naja. Ich hol mir hier mal den Sandstein, weil wir den hier brauchen. Das hier kannst du ruhig alles so lassen, wie es ist. Brauchst nicht alles durch Stein ersetzen. Nur den Schotter. Den tue ich noch abbauen. Warum? Weil das sind zwei. Erstens ist meistens ein Ding dabei. Flintstone. Ja und? Vielleicht können wir mit Flintstone das zünden, ich weiß es nicht. Nein, man kann nur mit Redstone TNT zünden. Nur mit Redstone. Es ging früher einfach mit der Hand, aber jetzt leider nicht mehr. Okay, gehen wir schlafen. Ja, echt. So. Ich will einsammeln da noch. Kann man nicht mehr fließen. Sind wir gleich fertig. Ja, stimmt. Jetzt ist es gleich vollbracht. Kümmere mich hier um rechts. Schnell wie die Post. Und jetzt gebe ich mal hier nur kurz den Game Mode. Ein. 2, 4, 5, 6. 1. Was? Alles, was Stein ist, brauchst du nicht abbauen, nur den Rest Sandstein und normalen Sand. Schnell. Ich hoffe jetzt die Spitzhacke kaputt wird. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht.
Ihr müsst euch vorstellen, etwa doppelt so lange haben wir an der Monsterfalle, die wir euch mal gezeigt haben, gesessen. Etwa doppelt so lange, wie vermutlich die ganze Pyramide wird. Also wir haben sicher 7-8 Stunden gebraucht. Sicherlich. Und ihr seht jetzt noch weniger eben durch dieses Vorspulen. Ich hoffe, es geht, wenn nicht, werde ich entweder irgendeinen lustigen Sketch, den ich irgendwo finde, drunter legen oder irgendwas anderes. Schauen wir einfach. Aber ich glaube, es müsste eigentlich funktionieren, oder? Vater! Eigentlich müsste doch so ein Schnelldurchlauf... Was tust du bitte? Du weißt schon, dass wir das nimmer abbauen. Wir bauen nur bis da ab. Ich habe eigentlich da nur abgebaut, wenn ich den Sand da abbauen will. Beim ersten Hallo. Ja, du stehst voll im Weg. Erde ist normalerweise ein Hinweis auf einen... Nein, ich habe übrigens nachgeschaut, weil du das immer sagst. Es ist prinzipiell genau umgekehrt. In der Nähe von Erde sind deutlich weniger Rohstoffe im Durchschnitt als in der Nähe von Kies zum Beispiel. Aber nicht wenn es in die Berg ist, da schaut es anders aus. Wenn du meinst, ich glaub's nicht. Du hast das ja gesehen, wie wir abgebaut haben. Habe ich immer recht gehabt, oder? So, und jetzt sind wir fertig. Moment kurz, ich change meinen Game Mod. Game Mod. No. Mist. Do wieder verbaut. So, jetzt noch hier den Sandstein abbauen und dann hilf mir hier nochmal kurz den Sandstein abzubauen. Ja. Oder schütz nachher mit Stein zu, was ich jetzt abbaue. Wieso willst du den Sandstein abbauen? Ja, weil wir den brauchen für den Bau. Ja, wir haben Ja, man kann halt nicht genug haben. Wir können ja auch einzelne Räume noch unterirdisch unter der Pyramide machen und die werden dann auch aus Sandstein sein, nehme ich mal an. Einfach zuschütten mit Stein. Irgendwie finde ich, kann man hier voll nicht Cleanstone von Cobblestone unterscheiden bei diesem Texture Pack. Oder ich bin einfach nur blind. Was natürlich beides nicht ausgeschlossen ist. Okay. Das heißt, jetzt ziehen wir einmal eine komplette Sandschicht über diesen Steinboden. Sandschicht würde ich nicht machen jetzt schon. Warum? Einmal über diesen ganzen Steinbelag eine Sandschicht. Warum nicht? Einmal da drüber eine Sandschicht. So. Einmal Sandschicht kommt sofort. Ich hätte den Lungstein hätte ich schon festgemacht. Ja, oder so kann man natürlich auch so machen. Okay. Ich habe jetzt hier mal ordentlich viel
Sandstein dabei. Davon kannst du auch gleich was abhaben. Bitte, was baust du ständig diesen... Ich baue nicht ab, ich tue nur... Oder nein, weißt du was, dann machen wir das gleich direkt konform. Bauen wir hier noch einmal diesen kompletten Stein hier ab. Den kompletten oberen Stein. Und dann setzen wir quasi direkt in selber Höhe den Sandstein an. Ich glaube, dass das dann besser ausschauen würde. Dann beginn du mal mit dem Abbau und ich renne da quasi mit dem Sandstein hinterher. Okay? Würde die Stein-Ding würde ich lassen. Nein, ich meine jetzt schon ja so. Einmal alles Sandstein auf dieser Ebene. Ja, aber das ist ja wahnsinnig. Naja, das ist eine Ebene, das ist nicht mehr als wir die ganze Zeit vorher gemacht haben. Ja, aber das ist gigantisch viel, das ist ja nicht der Schau. Das ist, so viel ist es nicht. So viel ist wirklich nicht, also da haben wir schon ganz andere Größenordnungen abgebaut. Ja, ich muss mal Spitzhacken machen. Kannst mir auch eine mitbringen? Ja. Ich glaube, ich habe schon eine geile Idee für die 100. Folge. Moment, ich muss sie mir aber aufschreiben, sonst vergesse ich sie wieder. Okay, habe mir aufnotiert.